Hallo, ich hatte euch ja schon ganz lange versprochen, das Video zu machen zum 3D-Gel Extravaganza und den dazu passenden Pinseln von Chameleon Company. Ich hatte es auch schon abgedreht im Live-Test und ja, leider ist mir da Mist passiert. Ich habe es aus Versehen gelöscht. Naja, jetzt drehe ich nochmal für euch. Hier hatte ich auch schon mal ein Blümchen gemacht. Das war mein zweites überhaupt. Ich habe vorher nie mit 3D-Gel gearbeitet. Ich hatte mal eins von einer anderen Marke. Damit bin ich überhaupt nicht klar gekommen, weil das zu standfest war. Danach habe ich dann sowas nur noch mit Acryl gemacht. Hier fährt gerade Tatütata vorbei. Einfach ignorieren. Ja, erstmal machen wir es jetzt so, dass ich hier drei Gele habe. Damit mache ich die Hintergründe. Und danach werden wir dann was Schönes zaubern. Einmal mit dem 3D Extravaganza und mit dem Ornamente Gel Modern Gold. Das ist ja auch ein 3D-Gel. Dann habe ich hier einmal den 3D-Pinsel. Zeige ich euch einmal. Also hier ist einmal der 3D-Pinsel. Ihr seht, der hat so eine ganz schöne Spitze vorne. Hat auch eine schöne Spannung, also lässt sich für Acryl auch bestimmt super benutzen. Das werde ich auch noch ausprobieren. Dann kommt er natürlich hier mit dieser Kappe, hat hier diese Schnörkelchen, die Chamäleonschrift. Ja, sieht so aus. Dann sind zwei Feinliner-Pinsel, die sind in so einem schönen Rosé. Die Farbe gab es vorher auch noch nicht bei Chameleon. Finde ich total schick, die Farbe. Und ich zeige euch die mal nebeneinander wegen der Länge. Also ihr seht, der eine ist wirklich nur halb so lang. Mit dem einen lassen sich dafür ganz toll hier mit diesem hier halt glatte Linien, gerade und geschwungene Linien ziehen. Mit diesem hier, mit dem anderen lassen sich kleine Blümchen malen. Also die sind wirklich super. Solche haben mir wirklich noch gefehlt, solche Fineliner-Pinsel. Sind super. Kommen natürlich auch mit diesen schönen Höhlen. Okay, jetzt geht's los. Ich habe hier einmal einen Tipp. Da möchte ich jetzt erstmal einen Hintergrund machen. Und zwar habe ich hier zwei Farbgele. Einmal das Himalaya Eis. Und einmal das Schokoholic. Damit mache ich jetzt einen schnellen Farbverlauf. Erstmal nehme ich mir was an dem Himalaya Eis. Das sind ja diese Chrom Chameleon Gele. Dazu habe ich euch auch schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich euch gerne nochmal unten in der Infobox, falls ihr Lust habt, da nochmal reinzuschauen. Also die decken auch wirklich super. Übrigens, wenn man einen Farbverlauf macht, ist es immer einfacher, wenn man zwei Gele aus einer Farbfamilie nimmt. Sprich, entweder zwei Metallic-Farbgele, zwei pure Farbgele oder eben zwei mit Perleffekt, weil die sich einfach besser verbinden. Und Farben mit Metallic-Anteil sind immer einfacher zu verblenden. Kleiner Tipp. So, dann nehme ich mir noch mal ein bisschen was nach hier. So, das kommt jetzt kurz in die Lampe. Und derzeit mache ich schon mal den zweiten Hintergrund hier mit dem Blueberry Power. Ein total schöner Fuchsia-Ton. Ich sehe schon, ich habe viel zu viel genommen. Es deckt auch super gut. Wobei auf Weiß alle Farben gut decken, ne? Am Nagel ist es immer noch mal eine andere Sache. Aber ich habe hiermit schon gearbeitet, deswegen weiß ich, dass das sehr gut deckt. So,
Das kommt jetzt auch in die Lampe und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, jetzt nehme ich mir mein 3D-Gel. Schwitzschicht habe ich übrigens drauf gelassen. Nehme mir ein kleines bisschen auf, so. Und setze mir hier mein erstes Blättchen, drücke auf und drehe raus. Dann mache ich das gleiche wieder, mache meinen Pinsel vorher wieder schön, mache ich meine saubere Zellette. So, mache meinen Pinsel wieder schön. Nehme ein kleines bisschen auf. Drück auf und drehe es raus. Und das dritte Blättchen. Seht ihr das? Also es ist wirklich ganz einfach. Ich mache das jetzt, glaube ich, insgesamt zum dritten Mal und das kann echt jeder mit diesem Gel. Das ist echt super leicht hinzubekommen. Dann machen wir nochmal eine zweite Blume. Wichtig ist, habe ich gemerkt, dass man nicht zu viel Gel. Ich habe am Anfang mal zu viel Gel genommen. Und wenn ich weniger nehme, klappt das besser bei mir. Vor allen Dingen sieht man dann diese schönen Reliefs, ja, diese Blattäderchen viel besser nachher. So. Mache ich mir hier nochmal eine hin. Kleines Blättchen. Ich bin im Bild. Ja, bin ich. So. Und ein drittes Blättchen. Ihr habt gesehen, beim dritten habe ich sogar ein bisschen gepatzt, konnte ich auch noch super nachsetzen. So, das härte ich jetzt einmal kurz für 5 Sekunden an meiner Kombilampe. Ansonsten würde ich es für 20 Sekunden in UV anhärten. Da ist schon mal der zweite Tipp. Da möchte ich gleich was anderes drauf machen. Lass die Schwitzschicht auch drauf. So, jetzt nehme ich mir meinen Feinliner-Pinsel, und zwar den kürzeren, und guckt mir die Blume nochmal an, wo halt jetzt Stellen sind, die ich noch nicht so schön finde, die ich noch ein bisschen rausarbeiten möchte. Da gehe ich hin, nehme mir ein bisschen was auf von meinem 3D-Gel, erstmal mache ich mir den schön, dann gehe ich hier rein, so. Und verfeinere mir das Ganze noch ein bisschen. Das geht super mit diesem Pinsel. Hier nochmal so ein Mini-Schnörkelchen dran. So, das Ganze mache ich hier oben auch. Übrigens, ihr habt echt massig Zeit, da verläuft gar nichts, ne? Das darf aber auch nicht, finde ich, bei 3D-Gel. So.
So, hier ist mir das Plätzchen ein bisschen zu schmal, da werde ich das nochmal ein bisschen runden. Geht mit diesem Pinsel auch super. So, dann mache ich mir noch ein kleines Schnörkelchen vorne dran, so mini. So. So, dann hier nochmal. Jetzt kommt das in die Lampe nochmal kurz zum Anhärten. Und dann gehe ich hin, nehme mir ein bisschen klares Gel, nehme mir hier mein Quick Finish Flex und so ein paar kleine Perlchen. Kann auch Strasssteine jetzt hier nehmen oder silberne Pailletten. Das bleibt euch überlassen, was euch eben besser gefällt. Ich möchte jetzt hier diese Perlen verwenden. Setz mir hier in die Mitte so ein kleines Pünktchen. Ein Quick Finish. Könnt ihr übrigens auch mit Tippkleber machen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. So. Und dann setze ich mir hier einfach nochmal so ein paar Perlchen rein. So, das lasse ich jetzt nochmal aushärten und dann ist der erste Mustertipp fertig. So, jetzt nehme ich mir hier diesen hier, schönen Fuchsia-farbenen. Ich muss dazu sagen, das Design habe ich schon mal auf Instagram gesehen, so ein ähnliches. Und das möchte ich jetzt auch einfach mal versuchen. Dafür mache ich mir meinen Pinsel erstmal einmal schön sauber. Und ihr könnt euch ja vorne auch die Spitze so ein bisschen rausnehmen, indem ihr dann auffächert. Das mache ich jetzt in diesem Fall. Jetzt möchte ich den nämlich rundlich haben. Das geht damit auch. Seht ihr, jetzt habe ich mir den vorne richtig schön aufgefächert. Und jetzt gehe ich in das Ornamente-Gel, nehme mir so ein bisschen auf. Und ziehe mir hier so kleine Blättchen. Ist auch ganz, ganz einfach. Ihr wisst ja, ich bin kein Malprofi, werde ich auch nie werden, aber das gelingt. So, da war mein Akku einmal leer. Ich habe die Zeit genutzt, meine Nägel einmal farblich anzugleichen, da ich nicht weiß, wann ich zum Auffüllen komme. Und jetzt mache ich mit euch das Design fertig. Wie gesagt, die Schwitzschicht ist immer noch drauf. Ich gehe wieder hier rein mit meinem 3D-Pinsel, nehme mir hier so ein bisschen auf. Setz ab, drück auf und zieh mir ein Blättchen. Ganz einfach. Ja, nochmal in die andere Richtung. Ist wirklich ganz, ganz einfach. Jetzt drehen wir es einmal um. Und setzen hier auch nochmal. Ich hoffe, ich bin im Bild. Ja, setzen hier auch nochmal so ein paar kleine. Je nachdem, wie viel Druck ihr abgibt, könnt ihr auch die Größe damit variieren. So, das lasse ich jetzt einmal anhärten. So, jetzt habe ich mir den Profiliner-Pinsel genommen und nochmal das 3D-Gel. Und gehe jetzt hier in die Blättchen rein.
kann damit ganz feine, geschwungene Linien ziehen. Total ohne Druck mache ich das. Ist wirklich also für Anfänger total gut geeignet, das Design. Das könnt ihr auch an so ein French setzen, sieht super schick aus, elegant aus, wenn ihr das zum Beispiel an ein schwarzes French auch setzen würdet. So, und das war's. Also ich muss sagen, ich habe das Video jetzt zum zweiten Mal gemacht. Wie gesagt, die Gele auch zum zweiten Mal getestet und ich bin davon überzeugt, ich kann sie euch nur empfehlen, das Extravaganza wie das Modern Gold. Das Modern Gold ist ja sowieso so ein Liebling von mir, benutze ich auch total gerne für Full Cover. Okay, okay ihr Lieben, yalla bye bye und bis bald. Thank you.